Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir unter Erkunden und dann Shadowlands finden. Und zwar schimpft sich das Achievement Wilde Jagd und dafür müsste man einen Haufen Wildtiere im Adenwald umboxen. Und zwar sind es insgesamt 12 an der Zahl. Ich habe zwar schon ein paar abgehakt, aber ich zeige euch dennoch alle. Nicht der Liste nach, sondern wir gehen jetzt eine Route quasi entlang, wo wir uns dann alle nach und nach raussuchen, dass wir nicht so viel laufen müsst. Ich hoffe, die Route ist dann einigermaßen gut gewählt. Den ersten Mob, den wir uns aussuchen, ist die Fäulnisfliege. Fäulnisfliege heißt die. Die befindet sich hier hinter mir. Die habe ich schon umgeboxt. Aber wir sind einmal hier auf den Koordinaten 74, 36. Hier in dem Bereich befindet sich die, beziehungsweise hier hinten gibt es dann auch nochmal einen Spot, aber hier sind einige und ich befinde mich jetzt hier in dieser Einbuchtung 74, 36. Die boxen wir jetzt einmal weg. Und das erste Ding haben wir damit. Dann sind wir jetzt am zweiten Spot. Und zwar wollen wir jetzt den wilden Grommling umhauen. Der haben wir hier unten. Ein wilder Grommling. Hier vor mir befindet der sich. Den habe ich auch schon. Diesmal brauchen wir den, glaube ich, gar nicht umhauen. Und wir befinden uns jetzt hier auf den Koordinaten 68, 33. Hier läuft der wilde Grommling rum. Also sind wir ein relativ kleines Stückchen neben dem letzten Spot. Hier 68, 33. Dann kommen wir zum dritten Mob, und zwar die große Adenmotte ist unser drittes Target. Die befindet sich hier gerade vor mir. Und zwar sind wir jetzt wieder ein kleines Stück nach unten gelaufen, hier auf die Koordinaten 65, 42. Und hier in dem Bereich gibt es einen Haufen große Adenmotten. Die können wir dann als nächstes wegboxen. Ich habe die aber hier eh schon. Dann kommen wir zum vierten Mob, und zwar haben wir als nächstes den Beckenwulpin. Und der befindet sich jetzt hier hinter mir. Beckenwulpin heißt der. Den brauche ich tatsächlich selber noch. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 61, 50. Und hier ringsrum um das Lager in diesem Becken, wahrscheinlich heißt er deswegen auch Beckenwulpin, läuft der rum. Den können wir jetzt unboxen. Den brauche ich ja selber tatsächlich auch noch. Bei euch wird es wahrscheinlich auch so sein, dass ihr schon einige von denen abgehakt habt. Dann müsst ihr halt im Video ein bisschen nach vorne springen. Dann kommen wir zum fünften Mob, und zwar den Hochland-Runenhirsch. Den habe ich selber auch noch nicht umgeboxt. Und der befindet sich hier unten bei den Koordinaten 58, 56. Und zwar in dem Bereich ist der. Also wir sind jetzt von hier runtergelaufen. Und da haben wir den Hochland-Runenhirsch. Den boxen wir jetzt kurz weg. Ich zeige nochmal die Map. Also hier unten, auch wo der Pet Battle Dude ist, da befindet sich der Hochland-Runenhirsch. Den haben wir einmal umgeboxt. Und mir fehlen jetzt tatsächlich nicht mehr so viele. Dann kommen wir zum sechsten Mob. Und zwar sind wir jetzt hier unten bei den Koordinaten 66, 56. Und da haben wir mehrere umherstreifende Hainmaler. Und ja, wenn wir die umgehauen haben, haben wir den sechsten quasi auch abgeschlossen. Ich zeige es nochmal hier unten. In dem Bereich sind die Koordinaten sind 66, 56. Umherstreifende Hainmaler. Dann sind wir am siebten Spot, und zwar hier auf den Koordinaten 48, 42. Und dort befindet sich ein Mob, der heißt Schleierflügelwächter. Und ja, das ist der siebte, den umboxen und dann können wir weiter. Dann sind wir jetzt am achten Spot, wo wir gleich zwei Mobs finden. Und zwar befinde ich mich hier unten auf den Koordinaten 37, 55. Und dort haben wir einmal den Nachtweisenwärter. Das ist der erste Mob hier. Das ist Mob Nummer 8. Und dann haben wir auch noch gleich Mob Nummer 9. Ich habe ihn schon gemarkt. Hier den tiefgrünen Streuner. Den haben wir hier auch rumlaufen. Der Warter, der läuft hier im Wasser rum. Den Streuner habt ihr hier im größeren Gebiet. Aber die sind in Sichtweite. Ihr seht, die haben wir beide gemarkt. Da könnt ihr beide umhauen. Ihr seht, hier im Wasser sind so ein paar mehr von diesen Nachtweisenwartern und die anderen, die rennen halt hier ein bisschen im Gebiet rum. Hier sind noch ein paar mehr Mobs, also da müsst ihr vielleicht das ein oder andere umboxen. So, dann sind wir am letzten Spot. Und zwar haben wir jetzt hier noch drei Mobs, Mob 9, 10 und 11. Und ja, wir sind einmal hier oben an den Koordinaten 35, 33. Und hier gibt es drei Mobs. Einmal haben wir hier Gieriger Peitscher. Das sind diese Pflanzen, die sind hier anscheinend an den Bäumen dran. Den habe ich persönlich selber schon. Den zweiten Mob, was wir brauchen,
ist dann Wilder Finsterläufer. Das sind diese Einhörner, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe mir hier schon einen markiert. Und den letzten Mob Nummer 12 ist der mysteriöse Schlucker. Das ist der Frosch hier und der hockt halt dementsprechend hier im Teich. Also im Teich der Frosch, außenrum die Einhörner und hier in den Bäumen sind quasi dann noch die Pflanzen. Die drei braucht ihr. Und ich würde sagen, wir pullen jetzt die mal um. Oder pullen die mal zusammen und hauen sie um, so rum. Ach so, der Frosch will hier nicht rauskommen. Mal. Die beiden brauche ich nämlich noch für meine Achievements. So, den einen haben wir. Da haben wir den letzten und da poppt dann auch das Achievement auf. Somit haben wir alle abgeklapperten Pilz für den Rare, fürs Mount haben wir auch noch. Das habe ich natürlich schon lang. Und ja, dann sind wir durch. Ich hoffe euch, meine Route hat euch zugesagt, dass man hier wirklich nicht immer hin und her laufen muss. Ich habe mir das extra so rausgesucht, dass ihr nicht so viel moven müsst. Und ja, dann würde ich sagen, wir sind einmal durch. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.